Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder auf meinem Kanal gelandet bist. Heute geht es hier mal wieder um Lumina 4. Lumina 4 ist ja noch nicht offiziell draußen, am 18. November ist es soweit. Ich habe jetzt hier hinter mir quasi eine Gold-Master-Version, so nennen sie das. Das ist quasi noch eine Beta-Version. Aber ich möchte dir trotzdem dort ein bisschen was zeigen, denn ich möchte dir heute mal zeigen, wie man aus einem flauen Foto einen richtigen Hingucker machen kann. Wie das funktioniert, siehst du jetzt gleich nach dem Intro. Ich möchte dich nur noch darauf hinweisen, du kannst mir auch auf Instagram folgen. Ich habe mir da selber so eine kleine Challenge gesetzt, dass ich zum Jahresende dort 10.000 Follower haben möchte. Es fehlen noch ungefähr 1.500, also es wäre super, wenn du mich da unterstützen könntest und dieses kleines Ziel erreichen kann. So. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video und ich würde sagen, let's go. Ich habe hier mal ein Foto rausgesucht, was auf den ersten Blick erstmal relativ flau aussieht. Das ist eine RAW-Datei, das ist standardmäßig, dass die ein bisschen flauer aussehen. Aber hier gerade in diesem speziellen Fall ist das Bild doch sehr, sehr flach und hat wenig Kontraste. Und ich möchte dir jetzt mal zeigen, wie wir hier mit wenigen Schritten und wenigen Mausklicks aus diesem Bild was richtig Tolles zaubern können, wo der Betrachter dann auch sagt, wow, das ist ein schönes Bild. Ich glaube, das größte Problem an diesem Bild, was ich ja auch schon gesagt habe, ist, dass wir hier relativ wenig Kontrast drin haben und auch die Farben nicht wirklich zur Geltung kommen. Und es gibt ja, wie gesagt, hier den AI Enhance Filter, wo man schon viel mitmachen kann. Ich möchte aber in diesem Video mal auf etwas anderes eingehen, nämlich auf zum einen den Strukturfilter, den AI Structure Filter, denn der analysiert automatisch hier auch wieder das Bild und fügt dort Struktur hinzu, wo es tatsächlich auch benötigt wird. Und das zeige ich dir jetzt auch einfach mal, indem ich jetzt hier mal den Stärkeregler wirklich nach oben ziehe. Und in diesem speziellen Fall kann ich das wirklich richtig doll machen. Also ich packe das hier einfach mal auf 100 und jetzt einfach nur mal der Vorher-Nachher-Vergleich. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und guck mal, wie viel mehr Details wir auf einmal im Hintergrund gerade in diesen Bäumen bekommen. Ja, das ist ja eine große Wand von Bäumen, die wir da haben, ein Wald. Und wie viel mehr Details wir hier rausbekommen. Und auch hier im Vordergrund, wie viel mehr wir von diesen ganzen Strukturen hier jetzt im Endeffekt sehen und was das mit dem Bild schon gemacht hat, finde ich richtig gut. Natürlich könnte man jetzt hier auch noch das Ganze mit diesem Verstärkenregler nochmal verstärken. In meinem Fall würde ich jetzt aber behaupten, dass das hier vollkommen ausreicht. Ich packe das jetzt extra hier mal auf ein bisschen mehr, als es vielleicht eigentlich sein müsste, damit du das in dem Video gut siehst. Aber hier mit dem Strukturregler haben wir auf jeden Fall schon eine ganze Menge gewonnen. Es gibt aber noch einen weiteren Regler und den findet man hier unter dem Landscape Enhancer und das ist Dunst entfernen. Und wenn ich jetzt den mal nach oben schraube, dann wirst du sehen, dass wir auch nochmal viel mehr Kontrast bekommen, denn dieses Bild ist ja so ein bisschen dunstig, also da ist ja viel Dunst im Bild drin und ja, dieser Regler Dunst entfernen macht genau das, was er sagt. Und jetzt schau mal, wie viel mehr Kontrast wir hier reinbekommen und auch wie viel mehr Farbe wir hier in das Bild bekommen. Also auch dieser Regler funktioniert in diesem Bild richtig gut. Ich würde ihn jetzt mal hier so auf 65 ungefähr stellen und jetzt schau einfach mal nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich, wie das Ganze jetzt aussieht. So sah es vorher aus, relativ flach. Wie es jetzt danach aussieht, mit nur zwei Reglern haben wir das jetzt hier an dieser Stelle hinbekommen und ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Wir können jetzt hier noch ein bisschen weitergehen, vielleicht so ein bisschen Grünverbesserung noch hier mit reinbekommen, ja, vielleicht so ein bisschen das Grün so ein bisschen gelber machen, damit wir hier so ein bisschen mehr Herbststimmung bekommen. So sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Und wenn du jetzt noch weitergehen willst, dann nutz vielleicht nochmal den Accent AI Filter. Und macht das Bild hier noch ein bisschen poppiger. Aber jetzt würde ich wirklich sagen, reicht das vollkommen aus. Einfach nochmal der Vergleich. Vorher, nachher. Wie viel wir aus diesem Bild bekommen haben, wie poppig dieses Bild auf einmal erscheint und wie es auf einmal ins Auge sticht, mit nur ein paar Verbesserungen, indem wir einfach die Struktur erhöht haben, den Kontrast erhöht haben, ja, und die Farbigkeit so ein bisschen wieder ins Bild gebracht haben. Dadurch wirkt dieses Bild jetzt viel lebendiger und es ist sofort ein Eyecatcher. Vielleicht zu guter Letzt packe ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Temperatur rein, weil ich das Ganze ja, ein bisschen bläulich finde. Von daher würde ich das Ganze noch ein bisschen mehr ins Wärmere ziehen. Aber jetzt ist es tatsächlich genau das Ergebnis, was ich haben möchte. Vorher, nachher und wie gesagt, das mit nur wenigen Mausklicks.
Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen zu Lumina 4 hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare. Ansonsten weise ich dich natürlich auch nochmal darauf hin, du kannst Lumina 4 nach wie vor vorbestellen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und ja, das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, ich kriege eine kleine Kommission, wenn du über diesen Link bestellst. Damit unterstützt du den Kanal. Für dich fallen keine Mehrkosten an. Das heißt, wenn du sowieso Lumina 4 bestellen möchtest, dann tust du doch am besten einfach unten über diesen Link. Damit habe ich natürlich dann auch weiterhin die Möglichkeit, solche Videos für euch zu produzieren. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bis dahin, mach's gut und ciao.